Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Origins. Ja Leute, wir stehen hier immer noch in Lothering vor der Kirche. Wir haben beim letzten Mal Liliana in unsere Gruppe bekommen. Eine Bardin und Priesterin und ja, die scheint auch im Kämpfen sehr bewandert zu sein. Und warum sie sich uns angeschlossen hat, das haben wir noch nicht so wirklich herausgefunden. Sie hat dazu nicht viel gesagt. So, wir wollten endlich in die Kirche gehen, aber er schwebt hier immer noch rum. Wir hatten ja beim letzten Mal... Da hatte ich ja dieses kleine Problem hier, dass ich mit der Person hier noch nicht reden wollte. Weil da irgendeine Mod gebuggt hat und die Grafik der Person nicht richtig angezeigt wurde. Aber ich habe es jetzt geschafft, das zu beheben. Und jetzt sollte hoffentlich mit der Mod alles richtig sein, denn hier haben wir Stan. Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich werde euch nicht mehr Unterhaltung bieten als den anderen Menschen. Lasst mich in Frieden. Ihr seid ein Gefangener? Wer hat euch eingesperrt? Was seid ihr? Ihr seid ein Gefangener? Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Kunari? Wenn ihr noch nichts von uns gehört habt, ist das eine Unzulänglichkeit eurerseits. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Was ist mit Morrigan? Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Hey, ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Ja, finde ich auch eine gute Idee, Morrigan. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Ja, er ist ein Angehöriger des Volks der Kunari. Die kommen halt nicht von hier eigentlich. Die kommen von irgendeiner Insel, glaube ich. Und eben die Mod, die da nicht richtig funktioniert hat, war eben das Gesicht und der Kopf von diesem jungen Herrn hier. Ja, so sehen Kunari in Dragon Age 2 aus. Hier in Dragon Age 1 sehen sie noch sehr menschlich aus, sag ich mal. Das fand ich immer sehr unpassend. Da habe ich eben eine Mod installiert, die dem guten Stan das Aussehen eben der Kunari aus Dragon Age 2 gibt. Und ich bin gerade mehr als zufrieden damit. Ich finde, Kunari sind ein sehr interessantes und cooles Volk. Da werden wir vermutlich noch ein bisschen mehr drüber rausfinden. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Was habt ihr getan, um diese Behandlung zu verdienen? Ich kann euch Essen und Wasser geben. Ich kann es jetzt für euch beenden, wenn ihr möchtet. Was habt ihr denn getan? Ich wurde wegen Mordes verurteilt. Haben euch die Dorfbewohner das nicht erzählt? Die haben überhaupt nichts von euch erzählt. Seid ihr schuldig? Fragt ihr, ob ich mich schuldig fühle oder ob ich für die Tat verantwortlich bin. Egal, was ich fühle oder getan habe. Mein Leben ist verwirkt. Wenn ihr euch wegen der Morde schuldig fühlt, warum habt ihr sie dann begangen? Wenn ihr kein Bedauern kennt, habt ihr entweder ein beneidenswert schlechtes Gedächtnis oder ihr führt ein erbärmliches Leben. Ja, das war nicht so gut. Wen habt ihr ermordet? Die Bewohner eines Bauernhofs. 8 Menschen sowie die Kinder. Okay, aber warum? Wie lange seid ihr schon da drin? Seit 20 Tagen. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Höchstens noch eine Woche. Ohne Essen und Wasser ist es eine ziemlich lange Zeit. Das mag vielleicht für eure Art gelten. Okay. Wollt ihr nicht Buße tun? Ich tue Buße, indem ich sterbe. Gibt andere Wege, wie ihr euch reinwaschen könnt? Vielleicht. Was hieltet ihr in eurer Weisheit denn für angemessen? Ihr könntet mir helfen, das Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Ich bin auf einer Mission von größter Wichtigkeit. Was kümmert euch das, wenn ihr einfach frei sein könnt? Ihr könntet mir helfen, das Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer Wächter. Ja. Überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der Grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr.
Das mit den Buffs ist hier echt ein bisschen komisch mit dem Level-Ups. Also, klar, dass man die Buffs und sowas sieht, aber so in so Dialogen finde ich das echt etwas störend. Da gewöhnt man sich vermutlich auch dran. Würde die ehrwürdige Mutter euch freilassen? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Genau, wir könnten uns auf das Konstruktionsrecht ebenso schnell den Tod finden wie hier. Durchsetzen hier. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Ich kann aber nichts anderes mehr drücken. Niemand verdient dieses Schicksal. Nicht einmal ein Mörder. Okay, ich dachte, ist echt, Morrigan hat irgendwie jetzt Minus oder sowas. Weil ich konnte ja noch nichts anderes machen. Ich quatsch ihn nochmal an. Möchtet ihr sonst noch etwas? Nee. Habt Dank, Mensch. Okay, wir holen ihn da raus. Wie man schon merkt, das ist ein potenzielles neues Gruppenmitglied. Den guten Mann werden wir da rausholen. Ich suche immer noch die dritte Person. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie sollte das sein, dass da die Mod irgendwie nicht funktioniert. So, dann gehen wir mal in die Kirche. Oder haben wir, warte mal, können wir nochmal gucken. Genau, wir haben hier nämlich noch diese Quests hier von der Tafel, die könnten wir vielleicht erst nochmal erledigen. Ich weiß, es läuft viel hin und her jetzt. Aber erstmal diese Nebensachen erledigen. Mit dem Schmied könnten wir auch noch quatschen. Ja, so gut, wie die hier so Befestigungsanlagen da hinten richtig gemacht haben. Und hier irgendwie nur da links. Und hier ist eine riesige Fläche frei. Huch. Wo? Oh, Wölfe. Hi. Ich muss mal gleich mit meiner Ausdauer gucken. Wie ich die wieder voll kriege. Oh, Scheiße. Moment, ich merke gerade was. Wo ist? Ne? Da. Benutzen. Ah, Mist. Mein Hund ist nämlich nicht da, merke ich gerade. Den muss ich vermutlich jetzt rufen. Alter, Alistair. Guckt euch mal an, wie viel auf Alistair sind, was der aushält im Vergleich zu mir, ne? Wie krieg ich Ausdauer? Muss auch irgendwie trinken. Ja, man merkt, die gute Liliana ist zwar eine Priesterin, aber die hat es auch ganz schön drauf. Ich kann keinen einzigen Wolf looten. Danke für nichts. Das Ding ist, ich weiß nicht, was das Ding hier macht. Hab ich denn nichts? Die wird auch nicht irgendwie wieder aufgefüllt. Ach, weil ich tot war. So? Aber füllt sich das wieder auf? Ausdauer? 5 von 5. 130 reserviert. Wodurch? Hä? Mal. Der scheiß Skill hier. Ja, das steht da aber nirgendwo. Okay, also ganz ehrlich, also das Ding habe ich sowieso die ganze Zeit nicht gecheckt. Lass den jetzt einfach weg. Aber jetzt unseren Hund hier mal. Wir ziehen hier mal ein bisschen das hier raus. So, unsere Buffs packen wir mal ganz nach hinten. Die benutzen wir eh nicht mehrmals. Lassen wir mal eins neben frei. Da packen wir mal unsere Hundepfeife hin. Und noch einen normalen Heiltrank. So. Mittlerweile Handschuhe für Morrigan. Nee. Aber für Liliana. Passt nicht ganz zu der Rüstung, aber... Passt schon. Wir können auch hier das hier benutzen.
Zack. Nein, Erfolg. Ich wüsste gerne, wo ich die nachgucke. Okay, Morgan ist eine Formwanderin. Ich hätte gerne noch einen Heiler. Genau. Was kann sie denn eigentlich lernen? Sie kann eine Spinnengestalt annehmen. Müsste mal die Taktiken der Leute gucken. Weil sie ist, glaube ich, gerade so eingestellt, dass sie das hier gar nicht benutzt. Sie benutzt Eis- und Blitzmagie. Das ist auch nice. Heilung. Ich glaube, ich bringe einfach mal Heilung bei. Einfach, dass ich es kann. Ja gut, und bei mir muss ich nochmal schauen. Die Spinnen habe ich schon erledigt. Ich muss nur die Leiche da checken. Ich glaube, die ist aber auch jetzt erst gespawnt. Die lag da vorher doch nicht, oder? Leichnam. Du hast die Leiche der Mutter des Jungen gefunden, die Andenken an dich genommen. Oh nein, das ist... Oh nein. Okay, dann gehen wir mal zurück. Haben wir noch was? Okay. Da geht's weiter. Müssen wir noch dahin? Das ist die Bären. Okay. Betrachtet es als erledigt. Ich habe schon wieder den Hund nicht gerufen. Warum bin ich so lost? Zack. Der Elester macht einen Schwachsinn. Der ist Tank. Ich glaube, wir gucken mal die Taktik ein bisschen an. Im Morrow gehört jetzt, dass wir nur Waffen in Eis hüllen. Aber das benutzt sie zum Beispiel auch. Oder eben ihre Spinnengestalt. Wir mal gucken. So, haben wir hier alles? Jo. Wir sind immer noch in Lothering, ne? Dieses Spiel wird so lang. Ich weiß echt noch nicht so genau, wie ich das machen soll. Ich kann aber auch keine ewig langen... Also, ich kann ja nicht jetzt hier 1,5 Stunden Folgen für euch machen. Oh Gott. Das könnte man halt so mal ordentlich wissen, so eine Folge packen. Aber da muss ja auch die Zeit zum Aufnehmen und vor allem zum Gucken da sein. Okay, gehen wir mal hier die Quest abgeben und dann geht's ab in die Kirche. Oh, der Junge. Nee, Moment, das ist ein anderer Junge. Egal. Der Weg der Rechtschaffenheit ist steinig. Doch der Erbauer lächelt auf alle herab. Ich verstehe das immer noch mit dem Erbauer nicht. Und die Sterne standen still, die Winde beruhigten sich und alle Tiere der Erde und des Himmels hielten den Atem an. Okay. Alles verstummte im Gebet und in Dankbarkeit. 50 Silber, Quest absolviert. Die andere Quest? Wir haben jetzt nur eine abgegeben. Gucken. Ich verstehe es mit dem Erbauer noch nicht. Es gibt ja den Erbauer. Das ist ja, also, ne, sinngemäß der Schöpfer quasi, so die Schöpfergottheit. Glaube ich. Und dann betet aber die Kirche auch eben Andraste an. Ich check nicht so ganz. Andraste war, glaube ich, keine Göttin oder sowas, ne? Die war nur irgendwie so eine... Ist das die Gründerin der Kirche? Boah, ich weiß das nicht mehr. Ich weiß es doch nicht mehr. Sam Maron. Es ist schön, euch wiederzusehen, Schwester Liliana. Vielen Dank, Sir Maron. Ach so, ich dachte schon, hey, wir kennen es noch gar nicht. Wusstet ihr, dass der Hochweg, dass es am Hochweg Banditen gab? Gab? Habt ihr sie vertrieben? Ja. Sir Brian wird darüber ausgesprochen erfreut sein. Gute Brian. Wer hat in dieser Kirche das Sagen? Die Kirche selbst wird von der ehrwürdigen Mutter geleitet. Und Sir Brian ist der Anführer der hier stationierten Templer. Irgendwelche Neuigkeiten? Nicht seit Terran Loghain mit seiner Armee hier vorbeigezogen ist. Loghain, Schmoghain. Was mit dem König geschehen ist, ist eine Tragödie. Aber die anrückende dunkle Brut lässt kaum noch Raum für andere Gedanken. Könnt ihr mir was über den eingesperrten Kunari erzählen? Ist er immer noch am Leben? Die ehrwürdige Mutter hat ihn vor mehreren Wochen in diesen Käfig stecken lassen. Er wird schon bald tot sein. Wow, ey, voll gnädig hier alles. Der Erbauer möge euch beschützen. Okay, gehen wir in die Kirche. Ihr habt eure Ausbildung zum Templer also nicht gerade genossen? Damit meint ihr wohl mich, richtig? Gibt's hier noch andere, die bei ihrer religiösen Schulung versagt haben? Ich habe nicht versagt. Ich wurde von den Grauen Wächtern rekrutiert. Und wenn ihr nicht rekrutiert worden wärt, was wäre dann geschehen?
Ich wäre zu einem sabbernden Wahnsinnigen geworden, hätte die oberste Klerikerin erschlagen und in Unterwäsche die Straßen von Denerim unsicher gemacht. Diese Selbsterkenntnis steht euch gut zu Gesicht. Ich wusste, es würde euch gefallen. Morrigan und Alistair. Ich habe hier gerade mal kurz geguckt, weil alle hier gerade so einen Buff haben und Liliana hat anscheinend irgend so ein Lied, was ja dauerhaft bufft die Gruppe. So, wen haben wir denn? Passt auf, wo ihr hinstarrt, Alistair. Matt? Gut, aber keine Sorge. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Aha. Ich habe mir eure Nase angesehen. Und was fasziniert euch so an meiner Nase? Mir fiel gerade auf, dass ihr die gleiche Nase habt wie eure Mutter. Oh, wie ich euch hasse. Was? Schon gut. Oh Mann. Es gibt Berichte von umherstreifender dunkler Brut, aber keine Anzeichen der Haupthorde. Wir sind die einzige Hoffnung, die dieses Dorf noch hat. Und ich werde es nicht aufgeben. Hier ist Verderbnis Kapitel 1. Messias Sir Donald. Wir reden erstmal mit ihm hier. Sir Bryant. Ja? Darf ich fragen, wer ihr seid? Ich bin Aiden, ein grauer Wächter. Ihr könnt mich Aiden nennen. Niemand von Bedeutung. Ja, wir sollten vielleicht nicht so rausposaunen bei jedem. Ich bin Sir Bryant, der Kommandant der verbliebenen Templer Lotherings. Ihr wirkt nicht wie die anderen Flüchtlinge. Gehört ihr zu Arl Emons Rittern? Was, wenn es so wäre? Nein, natürlich nicht. Wenn ich mich hin... Ja, komm, wir sagen es mal. Ah, ich verstehe. Terran Loghain hat alle grauen Wächter zu Verrätern erklärt und sie für den Tod König Kaelens verantwortlich gemacht. Ich hoffe, ihr wisst das. Grauen Wächter haben nichts dergleichen getan. Er hat uns dafür verantwortlich gemacht. Grauen Wächter haben nichts dergleichen getan. Ich glaube nicht, dass die grauen Wächter so rücksichtslos oder hinterhältig sein könnten, wie der Terran behauptet. Dennoch ist das der Stand der Dinge. Ist schon komisch, die Story, ne? Es wird wohl das Beste sein, wenn ihr euch nicht allzu lange hier aufhaltet. Okay. Nur für den Fall. Sie hat das erzählt, aber eben viele glauben das einfach nicht, eben, weil es halt so eben so vollkommen absurd klingt, dass die grauen Wächter das tun würden. Habt ihr hier das Sagen? Die ehrwürdige Mutter führt diese Herde. Ich befehlige nur ihre Templer. Normalerweise ist es unsere Aufgabe, die Kirche zu beschützen und nicht genehmigte Magie aufzuspüren. Aber zurzeit können wir ausschließlich die Unschuldigen beschützen. Okay, was tut ihr, wenn ihr einen nicht genehmigten Magier findet? Wie kämpfen Templer gegen Magie? Wo kann ich denn die ehrwürdige Mutter finden? In ihrem Arbeitszimmer, nehme ich an. Sie bereitet vermutlich alles vor, was sie mitnehmen wird, wenn wir doch evakuieren müssen. Okay, wie kämpfen Templer gegen Magie? Uns steht mehr zur Verfügung als nur Schwerter. Wir wurden auch gelehrt, unheilige Magie zu bannen. Wenn wir nur auch die dunkle Brut mit unseren Kräften aufhalten könnten. Aber leider ist es nicht so. Ja, schwierig. Ich finde weird, wenn ich manchmal hier irgendwelche Optionen wähle, dass dann nach dem Dialog auf einmal mehrere Antworten, also hier Antworten weg sind, obwohl ich ihn noch gar nicht gemacht habe. Seid ihr denn der einzige Schutz des Dorfes? Unser Ben wurde von Terran Loghain zu sich befohlen und hat seine Soldaten mit nach Norden genommen. Lothering wurde sich selbst überlassen. Wow, toll. Können wir noch was erzählen? Natürlich, solange es sich um etwas Wichtiges handelt. Über den Kunari. Ich war dort, auf dem Hof. Die Bestie stand einfach da, inmitten seiner Opfer. Er hat nicht einmal versucht abzustreiten, dass er die Familie ermordet hat. Warum hat er das getan? Die ehrwürdige Mutter hat ihn einsperren lassen. Sie zeigt mehr Gnade, als ich es getan hätte. Aber vielleicht hat sie ja recht und der Erbauer liebt all seine Schöpfungen. Selbst die Kunari. Gibt es eine Möglichkeit, seine Freilassung zu erwirken? Ihr könnt die ehrwürdige Mutter fragen. Sie hat angeordnet, ihn dort verrotten zu lassen, bis die dunkle Brut ihn sich holt. Toll. Irgendwelche Neuigkeiten? Abgesehen davon, dass sich uns die Horde der dunklen Brut nähert? Keine davon ist gut. Es heißt, Terran Loghain wolle sich selbst zum König erklären. So kommt eine Katastrophe zur anderen. Toll. Hat der König Kaelin keinen Erben? Was meint ihr damit? Die meisten Leute halten Terran Loghain für einen Helden. Hat der König denn keinen Erben? Keinen, von dem wir wüssten. Terran Loghain hat keinen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron. Auch wenn er ein Held und seine Tochter die Königin ist, so bleibt er doch ein Bürgerlicher. Außerdem ist der König noch nicht einmal richtig kalt. Wenn Arl Emon die Möglichkeit gehabt hätte, einzugreifen, wäre es vielleicht... Es kümmert mich nicht, wer den Thron besteigt.
Nur Narren streiten um ein Haus, während es um sie herum abbrennt. Ja, Al-Iman ist ja irgendwie der Onkel des Königs. Das heißt, der, wenn der König keine Nachfolger hat, wäre ja der zum Beispiel ein möglicher Thronanwärter. Ich sollte gehen. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Ja, möge der Erbauer über euch wachen. Und über dich. Templer. Flüchtling, mit dem können wir noch schnacken. Neuer Kodex, einfach der Bauer. Da werde ich vermutlich irgendwas darüber erfahren, über die Fragen, die ich mir die ganze Zeit stelle. Wir reden erstmal mit ihm hier. Sir Donald. Wer? Bitte verzeiht, ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Donald, seid ihr das? Alistair? Beim Erbauer. Wie geht es euch? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht. Und das ist nicht Taryn Loghains Verdienst. Wenn Al-Iman wohlauf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Aber wenn Al-Iman krank ist, warum seid ihr dann hier? Alles, worauf wir jetzt noch hoffen können, ist ein Wunder. Alle Ritter von Redcliffe haben sich auf die Suche nach der Urne der heiligen Asche gemacht. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. Solltet ihr nicht vor der dunklen Brut fliehen? Eigentlich hatte ich gehofft, ich könnte an ihm treffen. Ich hatte also die Suche nach der Asche hier geführt. Ja, ich hatte gehofft, den Aal zu treffen. Warum, wenn ich fragen darf? Wir brauchen seine Hilfe gegen Taryn Loghain. Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Welche Gründe auch immer ihr haben mögt, der Aal wird niemanden empfangen, bis er sich wieder erholt hat. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Wir sollten Al-Iman selbst aufsuchen und herausfinden, empfangen, was vor sich geht. Ihr könnt natürlich nach Redcliffe reisen, wenn ihr wollt. Vielleicht hat er sich inzwischen erholt. Aber vielleicht kann euch auch sein Sohn weiterhelfen. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass ihr auf Schloss Redcliffe willkommen seid. Die Alessa ist dort und sie kann euch vermutlich mehr sagen als ich. Okay. Erzählt mir mehr über diese Urne. Die Urne enthält angeblich die Asche der Prophetin Andraste. Ich okay, nehme Prophetin, an, das also wisst ihr bereits Mensch, alles? Quasi. Eine Göttin. Ich würde gerne hören, was ihr darüber zu erzählen habt. Das klingt als eine Zeitverschwendung. Kann ich euch vielleicht helfen? Nichts von dem, was ich gefunden habe, lässt mich glauben, dass diese Suche mehr ist als eine verzweifelte Hoffnung. Sobald Sir Henrik eintrifft, werde ich nach Redcliffe zurückkehren und der Alessa genau das sagen. Das ist eine schlechte Nachricht. Euer Freund Sir Henrik ist leider tot. Was? Und ihr habt sein Medaillon? Und eine Notiz? Beim Erbauer. Danke, dass ihr mir diese Dinge gebracht habt. Ansonsten hätte ich es nie erfahren. Hättet ihr eine Belohnung? Tut mir leid, mein Freund. Ich habe die Banditen vertrieben, die ihn auf dem Gewissen haben. Oh, das waren die an der Brücke. Es tut mir leid, mein Freund. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele von uns auf dieser wahnsinnigen Suche ein ähnliches Schicksal erleiden. Ich hasse es. Ich kann einfach keinen schlechten Menschen spielen. Ich bin einfach zu nett dafür. Oh Mann. Aber in Baldur's Gate 3 möchte ich ein bisschen davon weggehen, auf jeden Fall. Also, wenn wir irgendwann Baldur's Gate 3 spielen, da werde ich mir überlegen, wie unser Charakter so drauf ist, und dann halte ich mich da dran. Ich hoffe, dass hier auch, also ich möchte das hier auch so ein bisschen machen, aber bisher hatte ich noch keine wirkliche Gelegenheit, außer bei den Banditen vielleicht, da habe ich mich im Nachhinein geärgert, dass ich die nicht umgehauen habe. Aber in so einer Stelle, ich kann ihm doch jetzt nicht sagen, ja, hier, ne? Solltet ihr nicht vor der dunklen Brut fliehen? Kannst du mir nicht reden? Vor der dunklen Brut fliehen. Meine Mission hat Vorrang. Aber trotz aller Bemühungen fürchte ich, dass ich mit leeren Händen nach Redcliffe zurückkehren werde. Okay. Ja, die Suche hat euch also hierher geführt? Ich hatte gehofft, in der Bibliothek der Kirche etwas zu finden. Aber ich eigne mich einfach besser für den Kampf als für die Jagd nach Legenden. Hey. Jetzt, wo Henrik tot ist, muss ich nach Redcliffe zurückkehren. Vielleicht werde ich später den Skolaren aufsuchen, den er in seiner Notiz erwähnt. Aber jetzt muss ich gehen. Lasst mich euch erneut danken, Herr. Ihr wart mir eine große Hilfe. Gerne. Bye. Neuer Kodex-Antrag, die heilige Asche von Andraste. So, ich möchte mal ganz kurz hier Liliana. Okay, ich wollte mal kurz ihren Buff ausmachen, während wir nicht kämpfen. Das ist nämlich in Gesprächen
bisschen störend und auch später für Thumbnails nicht gerade schön, wenn dann diese leuchtenden Partikel darum schweben. Nee, die haben wir hier. Ich wollte noch meinen Hund rufen. So. Und unendliche Verehrung hören. Und möge der Erbauer dann zu uns zurückkehren. Singender und Bruder. Möge der Erbauer dann in die schwarze Stadt im Was? Himmel zurückkehren. Arthur Gritsch. Und möge betrachtet es als erledigt. Stopp. Sie dann reinigen. Hm? Möge die Menschheit Demut lernen. Mögen alle dem Gesang des Lichts anstimmen. Nur das Wort vertreibt die Dunkelheit, die uns bedroht. Ist der und Junge, als der Erbauer sprach, breitete sich der Gesang des Lichts in der Dunkelheit Warum sind wir hierher aus. Gekommen? Das Wort vertrieb Furcht und Unwissenheit. Mögen diejenigen, die in den Schatten weinen, Codex einfach? Mögen diejenigen, die nach Erlösung suchen, befreien. Okay, hier haben wir noch ein Kistchen, Liliana. Bronze-Symbol von Andraste, geschenkt. Das ist doch bestimmt für Liliana, gut. Kann ich schon mal sagen, ich möchte nämlich gerne eine Beziehung mit Liliana eingehen, weil ich den Charakter sehr gerne mag. Lasst ihn unseren unerschütterlichen Glauben hören. Lasst ihn unsere ehrliche Hingabe und unendliche Verehrung hören. Ja, da ist die ehrwürdige Mutter. Da quatschen wir gleich. Gibt es hier noch was zu plündern? Irgendwie nicht. Sprechen wir mal eine Runde? So, hallo. Guten Tag, Schwester Liliana. Ich bin überrascht, dass ihr noch in Lothering seid. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Hochwürden. Ich glaube nicht, dass ich eure Begleitung schon kenne. Seid gegrüßt. Möchtet ihr der Kirche etwas spenden? Nie zuvor war unsere Not größer. Ich habe nichts zu geben. Wer seid ihr? Was für eine Spende wäre angemessen? Ihr wollt eine Spende für die Kirche? Macht ihr Witze? Was wäre denn angemessen? Dürfte ich 30 Silberlinge vorschlagen? Ihr habt nichts zu geben, es tut mir leid. Hier sind nur 10, hier sind 30. Ich kann euch 5 Sovereigns geben. Es wird Liliana bestimmt freuen, aber 5 Sovereigns sind echt viel. Ich finde das auch geil, wie das einfach Silber heißt und die Goldmünzen heißen einfach Sovereigns. Was ich hier drin immer ganz interessant fand, ist ja, dass ein in Anführungsstrichen Charakter aus der Mass Effect-Reihe auch Sovereign hieß. Und hier eben die Währung, so heißen Dragon Age. Ich gebe ihm mal die Sovereigns. Diese armen Seelen werden vor Freude über eure Großzügigkeit weinen. Ich danke euch. Was kann ich also für euch tun? Ich hoffe, ich kriege da irgendwas für. Oder die kann den Kunari freilassen. Ich habe gehofft, ihr könntet mich segnen. Ich wollte mit euch über Stan sprechen. Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten. Ja. Aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum interessiert ihr In die Hände des Erbauers ihn? Gleich. Ich sperre ihn in einen Käfig und lasse den da verhungern und verdursten. Was soll denn der da machen? Was hat er getan? Was ist, wenn das zur Spannung mit seinem Volk führt? Ja, das ist ganz schwierig. Wir hören auf ihn. Was hat er getan? Er hat die Bewohner eines ganzen Hofes auf dem Gewissen. Nur eines der jüngsten Kinder konnte sich lange genug verstecken und überleben. Das Kind hat erzählt, dass sein Vater den Kunari schwer verletzt gefunden und bei sich aufgenommen hat. Diese Güte wurde mit Mord vergolten. Warum? Die Männer des Ben haben den Kunari gefunden. Er stand einfach zwischen den Toten. Er hat keinen Widerstand geleistet. Seid ihr sicher, dass er es war? Er hat seine Tat gestanden. Aber er hat nicht gesagt, warum er sie begangen hat. Selbst die erfahrensten der Ritter, die ihn festgenommen haben, waren von der Grausamkeit der Tat erschüttert. Lasst euch von seinem ruhigen Wesen nicht täuschen. Der Kunari stellt eine Gefahr dar. Was ist, wenn das zur Spannung mit seinem Volk führt? Der Erbauer fordert Gerechtigkeit, unabhängig von der Rasse. Ja, schon, aber das ist ein sehr kriegerisches Volk. Die könnten auch einfach sehr, sehr schlecht werten, diese Tat. Kann ich euch irgendwie überzeugen, freizulassen? Ja, ich hätte will das. Nee, wir fragen mal. Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Ich bin hier mit seinem Volk zu. Ich hätte mir überlegt, dass ihr ihn vielleicht freilassen und unter meine Aufsicht stellen könnt. Ich will sie auch nicht anlügen. Machen wir das hier. Und was haltet ihr davon, Liliana? Ihr kennt euren Gefährten besser als ich.
Es sind ungewöhnliche Zeiten, Hochwürden. Bei uns könnte der Kunari etwas Gutes tun. Dessen bin ich mir sogar sicher. Wäre die Lage nicht so verzweifelt. Gut, ich vertraue euch. Hier sind die Schlüssel zu seinem Käfig. Sehr gut, danke. Der Erbauer wache über euch. Danke, Hochwürden. Wir werden euer Vertrauen nicht enttäuschen. Ich mag übrigens dieses Outfit von ihr. Das war ja das, was Devith getragen hatte im quasi Prolog-Teil da, ne? Sonst hatte sie nichts zu sagen. Das Wort vertrieb Furcht und Unwissen. Aber hier ist die dritte Person, die ich gesucht habe, auch nicht. Ich denke, die Mod hat nicht richtig funktioniert und diese eine, die nach den Fallen gefragt hat, sollte eigentlich in die Person geändert worden sein. Ich erkläre euch gleich mal, warum, für die, die das nicht wissen, bevor ich hier noch mehr so geheimnisvoll rumrede. Ich gehe nochmal hin. Hey, Junge. Nämlich, der gute Kawa, der hier steht, und die Dame, die da hinten steht, die ältere Dame, sind Charaktere aus Dragon Age 2, die hier eben aus diesem Dorf kommen. Und ja, die Mod fügt die einfach hier, also tauscht. Glaubt ihr nicht an irgendeine höhere Macht? Ich sehe schon, das beschäftigt euch. Nein, glaube ich nicht. Muss ich denn? Was geschieht dann eurer Ansicht nach mit euch, wenn ihr gestorben seid? Gar nichts? Ich werde jedenfalls nicht an der Seite des Erbauers sitzen, falls ihr das meint. Nur die Würdigen werden an die Seite des Erbauers gebracht. Die meisten anderen traurigen Seelen wandern in der Leere umher, ohne Hoffnung und verloren für immer. Und welche Beweise habt ihr dafür? Ich sehe nur Geister, aber keine umherwandernden Seelen von bösartigen Ungläubigen. Es muss traurig sein, wenn man sich auf nichts freuen kann. Wenn es im Jenseits keine Liebe gibt und keine Belohnung wartet. Ja, der Schmerz zerreißt mich förmlich. Ihr seid zu meinem tief traurigen Kern vorgedrungen. Jetzt verhöhnt ihr mich einfach nur. Ihr habt es bemerkt. Die Tiefe eurer Wahrnehmung ist grenzenlos. Oh Mann. Um das mal fortzuführen. Hier sollte eigentlich noch eine dritte Person sein. Und diese Charaktere sind eben aus Dragon Age 2 und die kommen hier aus diesem Dorf. Die Mod fügt die dann hier ein und ja, einfach nur so ein bisschen für die Atmosphäre. Und ich tippe mal, dass diese Person hier in die dritte fehlende umgeändert werden sollte. Denn ich habe sie hier nicht gefunden. Eigentlich sollte hier noch eine vierte Person sein, aber die Mod hat nicht funktioniert. Also dafür hätte ich noch zig andere Mods installieren müssen und das wollte ich dann nicht machen. Ja, holen wir doch mal den guten Stan hier raus. Möchtet ihr sonst noch etwas? Ja, ich habe den Schlüssel. Ich hätte nicht erwartet, dass die Priesterin sich davon trennen würde. Sie hat eingewilligt, euch freizulassen und unter meine Aufsicht zu stellen. So soll es sein. Lasst mich frei. Und ich werde euch in den Kampf gegen die dunkle Brut folgen. Wie genau könnt ihr uns denn helfen? Ich habe mein Leben im Kampf verbracht. Ich kenne den Krieg. Und eure Länder brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Okay. Es ist also geschehen. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Schön, wenn ihr mir auf die Nerven geht. Wenn ich euch nicht zu eurer Buße führe? Dann finde ich sie selbst. Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Ja. So, wir haben Stan dabei, einen Krieger. Den werde ich vermutlich nicht viel mit mir rumschleppen, weil er im Grunde genau die gleiche Klasse hat wie ich. Also er ist halt eben eigentlich ein Zweihandkrieger. Wir lassen das hier mal so. So. Stan, dann haben wir wieder Liliana und Stan, mit denen wir dann auch im Camp wieder quatschen können. Ich glaube, wir sind in Lothering. Dann soweit fertig, würde ich sagen. Oh, wer seid ihr denn? Was steht ihr denn hier rum? Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen. Es kümmert mich auch nicht.
Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Ja, gut. Und das ist halt, ne, so eine kleine Sache hat eben schon eine Auswirkung. Wir haben irgendwie, ne, wir haben an einer falschen Stelle erzählt, dass wir ein grauer Wächter sind. Das hat irgendjemand mitbekommen. Und die Flüchtlinge greifen uns jetzt an. Ganz toll. Feinde erwarten uns. Na komm. Zack. Und zack. Ach man, die armen Flüchtlinge. Die waren doch eigentlich nur verzweifelt. Ja, mehr gibt's ja auch nicht zu looten. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hier vermutlich. Lasst uns. Jemand muss uns helfen! Hallo? Dunkelbrut? Ah, schon wieder ein Kampf. Es wird keine Gnade geben! Hier, dann machen wir erstmal den normalen Paddock weg. Dann Zwerge. Mach die nieder. Oh, das ist eine Frau. Besiegelter Brief. Nehmen. Erkundungseintrag. Der, was? Ganz kurz nehmen. Irgendwas, okay. Interessant. Oh. Wie ihr meint. Ihr seid gerade Hallo. Noch rechtzeitig gekommen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ich habe nicht versucht, euch zu retten. Gern geschehen. Mein Name ist Bodan Fedig, Händler und Unternehmer. Das hier ist mein Sohn Sandal. Sag Hallo, mein Junge. Hallo. In diesen Tagen ist es auf den Straßen ziemlich gefährlich. Dürfte ich fragen, was euch hierher führt? Vielleicht haben wir dasselbe Ziel. Ich bezweifle, dass ihr mit einem grauen Wächter reisen wollt. Es konnte kompliziert werden, aber ich könnte euch... ihr könnt euch mir gerne anschließen. Wir haben nicht dasselbe Ziel. Ich bin im Auftrag des Königs unterwegs. Ich bezweifle, dass ihr mit einem grauen Wächter reisen wollt. Ein grauer Wächter also? Nun, das erklärt einiges. Versteht mich nicht falsch, aber ich vermute, euer Weg bietet mehr Aufregung, als mein Junge und ich verkraften können. Erlaubt mir, euch Lebewohl zu sagen und viel Glück zu wünschen. Auf Wiedersehen. Also gut. Was? Dann wollen wir diesen Schlamassel mal beseitigen, was? Moment, was? Sobald dieser Schlamassel beseitigt ist, Hallo. Verschwinden wir von hier. Okay, einen Moment. Wenn wir kurz was gucken. Oh nee, ich hab da gespannt. Oh Gott. Oh nee, ich wollte mal gucken, ob das an der Dings liegt. Ich hatte es irgendwie nicht am Schirm, dass das potenzielle Begleiter sind. Nee, Begleiter möchte ich gerne alle haben. Okay, dann machen wir mal ganz kurz einen Cut. So, ich habe jetzt nochmal bis hierhin gespielt. Ich möchte mal kurz gucken, ob das immer denselben Outcome hat, weil wenn das Begleiter sind, dann möchte ich die jetzt nicht irgendwie hier direkt verpasst haben. Es könnte kompliziert werden, aber ihr könnt euch gerne anschließen. Kompliziert? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das ein wenig untertrieben sein könnte. Okay. Danke für das Angebot. Aber euer Weg könnte mehr Aufregung bereithalten, als für meinen Jungen und mich gut ist. Hä? Erlaubt mir, euch Lebewohl zu sagen und viel Glück okay, zu wünschen. Ich muss das nochmal... Ich probiere mal alle also Dings gut. durch. Dann wollen wir diesen Schlamassel mal beseitigen, was? Bis gleich. So, nee. Alle Gesprächsoptionen führen zum selben Outcome hier. Ist ein bisschen weird. Wozu gibt es dann Auswahlmöglichkeiten? Aber naja. Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass wir hier wirklich keine Begleiter gerade verpassen. Okay. Kann ich mit denen denn noch schnacken? Meine, nochmal hier. Kann ich mit dem hier noch quatschen? Hallo.
Hallo. Na gut, dann düsen wir mal weiter. Vielleicht treffen wir die Jungs hier nochmal wieder. Gruppe sammeln und weiterziehen, ja. Das sieht mir stark nach dem Erzdämon aus, den wir killen müssen. Das waren wieder Träume. Okay. Böse Träume, was? Alles wirkt surreal. Ich muss irgendwas Schlechtes gegessen haben. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich bin noch... Nein, alles wirkt surreal. Ist es ja auch, irgendwie. Wisst ihr, ein grauer Wächter kann die dunkle Brut nämlich hören. Das war euer Traum. Ihr habt sie gehört. Der Erzdämon spricht mit der Horde. Und das spüren wir auch. Daher wissen wir, dass es sich wirklich um eine Verderbnis handelt. Der Erzdämon ist das der Drache? Warum hat Duncan das nicht einfach jedem erzählt? Und wieso träumen jetzt häufiger? Warum hat Duncan das nicht einfach jedem erzählt? Hat er doch. Er sagte, dass er die Präsenz des Erzdämons spürt. Oh. Aber alle nahmen an, er würde nur raten. Es dauert eine Weile, aber irgendwann könnt ihr sie verdrängen. Einige der älteren Grauen Wächter meinten, sie würden zum Teil sogar verstehen, was der Erzdämon sagt. Ich kann das nicht. Als ich hörte, wie ihr euch herumwälzt, wollte ich euch darüber informieren. Für mich war es anfangs auch furchterregend. Keine Angst, noch andere Überraschungen, über die ich Bescheid wissen sollte, die es mir früher sagen kann. Danke, Lister, weiß ich zu schätzen. Dafür bin ich hier. Um unangenehme Nachrichten zu überbringen und geistreiche Kommentare abzugeben. Wo ihr schon mal wach seid, wollen wir da nicht gleich aufbrechen? Nee, noch nicht. Neue Quest, Verzauberung. Oh mein Gott, ich kenne die beiden. Oh mein Gott. Ah, schön euch zu sehen, mein Retter in der Not. Bodan Feddig steht euch erneut zu Dienst. Verzauberung. Ich habe euer Lager gesehen und mich an euer freundliches Angebot bei unserer letzten Begegnung erinnert. Und gibt es für einen Händler und seinen Sohn einen sichereren Ort zum Schlafen? Ich denke nicht. Ich bin natürlich bereit, euch für die Unannehmlichkeiten unserer Anwesenheit einen Rabatt einzuräumen. Okay. Wie klingt das? Gut? Klingt gut. Ja. Oh, das ist eigentlich so ein cooles Gefühl, wenn man halt irgendwas vergessen hat bei einem Spiel und das dann so, ne, einem dann wieder einfällt und dann, ne, oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich die beiden vergessen? Ja, Wahnsinn, seid ihr uns gefolgt? Was genau verkauft ihr? Alles Mögliche, aber nur von höchster Qualität. Bei mir findet ihr keinen billigen Tant. Und mein kleiner Sandal hat zufällig ein Händchen für Verzauberung, das kann ich euch sagen. Das macht uns leider auch zum Ziel für Banditen und ähnliches Gesindel. Wenn es noch jemanden gäbe, den man als Wache anheuern könnte, hätte ich es schon lange getan. Seid ihr uns gefolgt? Ob ich euch gefolgt bin? Ich bin mir nicht einmal sicher, wohin ihr geht. Und es geht mich auch nichts an, um ehrlich zu sein. Bitte glaubt mir, dass unsere Begegnung hier nichts weiter als ein glücklicher Zufall ist. Ich bin so viel auf Reisen, dass ich früher oder später jedem auf der Straße begegne. Okay. Wenn ihr wünscht, sprechen mein Sohn und ich wieder auf. Nee. Allerdings würde ich das bedauern, denn wir werden zweifellos keinen sichereren Ort finden können. Lasst mich eure Waren sehen. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Dankeschön. Habe ich denn wirklich einen Rabatt? Hast du Geschenke? Da haben wieder so Lehrbücher. Okay, wir verkaufen erstmal irgendwas. Da können wir auf jeden Fall... Nee, eins von auf jeden Fall verkaufen. Das kann weg, das kann weg. Zack, zack. Boah, ich habe keine Ahnung, ne? Ich weiß es doch nicht. Diese ganzen Handwerker. Hier ist halt auch so viel Zeug. Ich weiß aber eben nicht, was man davon noch alles braucht. Die haben ja auch gar keinen Effekt. Dann können die auch weg. So. Gebt mir mal das und das. Ach du Schande. Das ist eine krasse Axt.
Blutdrachenschwert. Nicht schlecht. Okay, der hat echt viel geiles Zeug, aber das können wir halt alles noch nicht tragen. Ganz viele Runen, ganz viele Geschenke. Kaufen wir, die kosten auch alle nichts. Ja, natürlich hat der King Merricks Schild. Eine Alistair-Puppe. Eine Voodoo-Puppe. Wir kaufen das einfach jetzt mal alles hier. Oh nein. Ich habe auch keinen Platz für die ganzen Geschenke. Oh nö. Backpack. Hier. Nehmen den mal. Backpack. Bitte. Mir. So. Handbuch Templer und Waldläufer können wir da in Taube. Okay. Okay, das sind. Das sind, glaube ich, so. Geschenke, die man allen geben kann. Die hier, die er 50 Mal hat. Boah, ich habe auch keinen Platz für die ganzen Geschenke. Oh, okay, ich lasse das erstmal noch. Ich gucke mal bis zur nächsten Folge, wem ich schon was schenken kann. Wo ich jetzt meine ganze Tasche damit voll mache. Alistair plus eins. So, Sandel. Hallo. Hallo. Der Junge ist ein wenig einfältig, aber er kennt sich wirklich gut mit Verzauberungen aus. Mhm. Einer der Besänftigten hat ihn einmal einen... Wie war das noch? Einen Naturgelehrten genannt. Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt. War das nicht so? Verzauberung ist halt was Magier eigentlich machen können, wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, das Besondere an ihm hier ist, dass Zwerge das normalerweise nicht können, weil Zwerge nicht magiebegabt sind. War das so? Ich glaube. Welche Verzauberung führt er durch? Er kann Lyrium in nahezu jede Waffe oder Rüstung übertragen. Aber natürlich nehmen ausgefallenere Materialien mehr Lyrium auf als andere. Okay. Einige der Meisterschmiede in Orsama wenden diesen Prozess an. Aber mein Junge hier ist ebenso fähig wie Sie. Das stimmt doch, mein Junge. Verzauberung. Seht ihr? Ja. Verzauberung. Genau, wir können dann jetzt in Sachen nämlich hier Runen rein platzieren. Also wir sockeln quasi einfach unsere Waffen. Gut, ich habe nur Elektrizität zu. Okay, das bringt mir jetzt gerade gar nichts, glaube ich. Okay, wir haben hier. Ja? Wer bist du? Davy Dryden. Okay. Das denn? Das ist so süße Liliana. Apropos Stan, habe ich ihn hier drin? Genau, wir rüsten ihn jetzt erstmal aus. Du brauchst, glaube ich, zwei an Zeug. So, du kriegst das Kuselend-Ding hier. Das da. Du kriegst immer diese Heavy-Sachen hier. Na gut, das sieht jetzt nicht allzu schön aus. Dann haben wir nur noch das hier. Okay. Okay, dann reden wir mit ihm hier. Ihr seid ein schwer zu findender Mann. Wo sind nur meine Manieren? Mein Name ist Levi. Levi Dryden. Hat Duncan mich je erwähnt? Levi von den Münzen? Levi, der Händler? Eigentlich nicht. Den Aiden und von euch habe ich noch nie gehört. Duncan hat euch nie erwähnt. Dryden ist ein geschmähter Name. Auch Familie hat alle den drei einen Titel verloren. Okay, er ist anscheinend irgendein Adler gewesen. Duncan hat euch nie... Ich habe noch nie von euch gehört. Wirklich? Er hat euch nie vom alten Levi erzählt? Nein. Wir kannten einander seit Jahren. Aber was plappere ich da, wo ihr doch eine Verderbnis aufhalten müsst? Ich will nicht eure Zeit vergeuden. Duncan hat versprochen, dass wir gemeinsam etwas ergründen würden, das für die Wächter durchaus wichtig ist. Aha. Und für mich auch. Der arme Duncan. Ach, schweigen wir davon. Es ist eine Tragödie. Aber ich bin sicher, er würde wollen, dass seine Arbeit fortgesetzt wird. Sein Versprechen eingehalten. Woher kennt ihr Duncan? Das ist eine lange Geschichte.
Aber ich bin derjenige, der die grauen Wächter zurück nach Ferelden gebracht hat. Was? Nun, ich war einer davon. Wir waren ziemlich viele. Beim Atem des Erbauers, ich bin ein wenig nervös. Ich empfinde es als Ehre, jetzt hier zu stehen. Dann erzähl mal. Nachdem König Marek uns von den Orlesianern befreit hatte, baten die Grauen Wächter den König um Erlaubnis, nach Ferelden kommen zu dürfen. Das war irgendeine interne Angelegenheit. Ich und viele andere Sympathisanten der Wächter traten für euren Orden ein. Taryn Logan war strikt dagegen, Wächtern aus Orlais die Einreise zu gestatten. Aber Marek, Andraste segne ihn, war ein gerechter Monarch und er ließ sie herein. Weiter? Deshalb war ich auch zugegen, als die Wächter und ihre Anführerin Genevieve vor den König traten. Die ersten Wächter in Ferelden nach über einem Jahrhundert. Es war der stolzeste Tag meines Lebens. Duncan war damals ein kleiner Spitzbube. Wir hatten dasselbe Alter und freundeten uns an. Der König selbst hat die Wächter bei ihrem geheimnisvollen Vorhaben begleitet. Nach seiner Rückkehr hob er König Arlens Erlass auf und die Wächter kehrten endgültig nach Ferelden zurück. Ach, du Schande. Ich danke euch dafür, dass ihr einen Anteil daran hattet, die Wächter herzubringen. Duncan war jemand, den man schnell mochte. Und Marek hat den Erlass einfach so widerrufen. Erstmal bedanken wir uns. Oh, da flattert es gleich in meinem Bauch. Gern geschehen. Welches Versprechen habt ihr Duncan denn gegeben? Wie ihr wisst, ist der Name meiner Familie in Adelskreisen beschmutzt. Meine Ur-Urgroßmutter Sophia Dryden war die letzte Kommandantin der Wächter von Ferelden. Damals, als die Wächter als Schmarotzer galten. Also verbannte König Arlend die Wächter und nahm dem Haus Dryden alle Ländereien und Titel ab. Okay, jemand aus seiner Familie war Anführer der Wächter, als die nicht ganz so beliebt waren. Ich verstehe. Was ist dann passiert? Schwer zu sagen. Nach König Arlens Tod kam es zum Bürgerkrieg, weitaus schlimmer als der jetzige. Unsere Familie war auf der Flucht, gejagt von unseren Feinden und wir hatten auf der Welt kaum noch Freunde. Aber Drydens sind hart im Nehmen. Wir haben alles neu aufgebaut und sind Händler geworden. Und wir haben niemals unseren Stolz verloren. Um welchen Gefallen habt ihr Duncan gebeten? Ich wollte die Wahrheit wissen. Meine Familie verehrt Sophia Dryden. Wir wissen, dass sie auf dem Soldatengipfel, dem alten Stützpunkt der Grauen Wächter, gestorben ist. Wir wollen Beweise, um ihren Namen reinzuwaschen. Unsere Ländereien und Titel bringt uns das zwar nicht zurück, aber unsere Ehre schon. Ich habe vom Soldatengipfel noch nie auch nur etwas gehört. Seit den Tagen von Arlend war niemand mehr auf dem Soldatengipfel. Zumindest ist nie einer von dort zurückgekommen. Ist das hier nicht eine Idee? Ich habe Jahre damit zugebracht, eine Karte des Tunnellabyrinths anzufertigen, das auf den Gipfel führt. Und vor einigen Jahren habe ich den Weg gefunden. Also ging ich zu Duncan und sagte ihm, er könne den Stützpunkt nun wieder in Besitz nehmen und meine Familie bekäme ihre Ehre zurück. Okay. Warum hat Duncan euch nicht geholfen? Dunkle Brut ist im Süden Fereldens aufgetaucht. Duncan war vollauf damit beschäftigt, neue Wächter zu rekrutieren und Treffen mit König Kaelin abzuhalten. Hätte ihn rekrutieren sollen. Duncan sagte, er würde mir nach der Schlacht von Ostagar behilflich sein. Er meinte, auf dem Gipfel befänden sich wahrscheinlich überaus hilfreiche Dinge. Aber er hatte keine Gelegenheit. Da sollten wir wohl hingehen. Der Glaube eurer Familie soll belohnt werden. Ich werde euch helfen. Ja, komm. Seid tausendfach gesegnet, Wächter. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Wenn ihr angekommen seid, bahnen wir uns gemeinsam den Weg durch die Tunnel. Alles klar. So, die Geschichte der Drydens. Sophia Dryden. Okay, kann ich das irgendwo... Wartet mal. Jetzt kann ich, glaube ich, nur im Menü. Ich frage mich gerade, ob das hier eine DLC-Quest ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr, alles, was alles zu den DLCs gehört. Auf jeden Fall, wir müssen noch mit Stan und Liliana quatschen. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich würde sagen, mit unseren Gefährten quatschen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich danke euch wie immer vielmals fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Es freut mich immer, wenn ich ein bisschen mit euch austauschen kann in den Kommentaren. Und das hilft natürlich auch dem Kanal.
Und ja, dann sehen wir uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.